Willkommen zurück, wir machen weiter mit Let's Play Tomb Raider The Sacred Emerald in meinem Technical Station. So, wir haben einen Hebel gezogen und irgendetwas geöffnet, glaube ich. Weiß nur noch nicht so genau was. Na, ich springe jetzt mal hier rüber, vielleicht bringt mir das etwas. Das sah nach einer schlechten Idee aus. Okay, das war jetzt einfach mal eine Notlösung. Nee. Also, ich muss den Hebel einfach mal ziehen und guck mal, was passiert ist. Ich hangel jetzt erstmal zurück und guck mir das Ganze mal an. Ah, super. Nochmal den Hebel ziehen, weil es so schön war. Und hier runter. Hallo? Ich glaube, ich sollte mich mehr anstrengen. So. Und jetzt habe ich auch mal die Tür gehört, die sich geöffnet hat. So. Da unten ist wirklich die Tür. Aber ich habe noch in Erinnerung, dass auf dem Dach noch ein Geheimnis lag. Aber ich glaube, da kommen wir dann hin, wenn wir hier durch die Tür durchgegangen sind. Glaube ich. So. Gucken wir erstmal hier. Und hier ist wirklich ein Loch in der Tür. Das habe ich vorhin gemeint. Da ist echt ein Loch in der Tür. Naja. Also klettern wir erstmal hier rein. Und heben ein paar Uzi-Ladestreifen auf. Beziehungsweise Uzi-Munition. So wie das ja bei Tomb Raider 3 heißt. Nee, da, bei Tomb Raider 3 heißt es Uzi-Magazine. So war das. Tomb Raider 2 waren die Uzi-Munition. Ja, ja, okay. Klettern wir mal die Leiter hoch und da oben ist bestimmt ein Hebel, der uns die Tür da unten öffnet. Tür mit Loch. So. Aha. Du lebst auch nicht mehr lange. Spürst du schon die Waffe in deinem Rücken? Sie wird dich entzücken. So. Wir klettern jetzt erstmal hoch und killen den Typ da erstmal. Ich hoffe, dass wir den von hinten irgendwie erledigen können. Oh, es sieht irgendwie nicht so aus. Ach, jetzt kommen wir, glaube ich, erst aufs Dach. Okay. Gut, gehen wir erst aufs Dach und holen erst das Geheimnis. Das ist mir auch recht. Und ja, wir holen tatsächlich jetzt ein Geheimnis. Da drüben. Erstmal rüber. Und jetzt erstmal den Hebel ziehen und aufs Dach drauf. Oben aufs Dach. Und da gucken wir uns jetzt erstmal ganz in Ruhe um. Machen eine Fackel an, damit wir was sehen. Und spüren das Geheimnis auf. Na, super. Du tot. Gespeichert habe ich hier, deswegen ist das kein Problem. Hebel nochmal ziehen. Und ruf da. Fackel nehmen. Speichern. Und darüber springen. Klappt sogar. Und da drüben liegt jetzt, glaube ich, das Geheimnis. Genau. Mit Desert Eagle Munition. Das ist wunderbar. Und einem kleinen Medipack. So langsam werden wir unsere Medipack-Sorgen wirklich los. Hier hilft kein Medipack mehr. Und zurück. Weil wir jetzt, glaube ich, die große Tür da geöffnet haben. Na super. Das klappt ja hier wieder hervorragend. Was ist los heute in dieser Folge? Also mit dazulernen ist bei mir nicht viel drin, ne? Also. Machen wir das Ganze mal so. Liegt heute auf mir ein Fluch? Oder was ist da los? Nächster Versuch. Jetzt, da hat's geklappt. Das ist ja der Wahnsinn. Es hat geklappt. Ich fasse es ja nicht. Okay, dann gehen wir jetzt hier runter. Und hoffen, dass wir kein Leben verlieren. Gut. Toll, ich dachte jetzt echt, dass die Tür auf ist. Muss leider feststellen, nö. Ist nicht aufgegangen. Aber den Hebel habe ich doch gezogen. Oder bin ich jetzt blöd? Ist hier was getan? Nee, ich glaube, wo sich höchstens noch was geöffnet haben könnte, ist hier drin. Ich weiß es aber nicht. Ich guck einfach mal. Ist das schön, Lara, da drin? Ist das schön. Ich muss nicht mal hochklettern, die war schon halb oben.
So. Ich möchte nämlich mit euch nochmal hier zurückgehen. Weil ich glaube, dass da oben sich was geöffnet hat. Ich bin mir da aber nicht sicher. Und zwar hier. Zack und zack, dass sich hier irgendwas geöffnet hat. Kann das sein? Okay, das habe ich jetzt hier als noch Tür gesehen, aber das sind nur Wandtexturen. Okay, da hat sich nichts getan. Laden wir das einmal. Gehen wieder zurück. Weil das leider nichts gebracht hat. Nichts. Fackel anzünden, Lara. Okay, ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Ich habe auf Komma gedrückt, anstatt auf Punkt. Tut mir leid, Lara. Wenn ich jetzt da hochkletter, bringt mir das nichts, oder? Hä, normal müsste doch die Tür jetzt auf sein hier. Oder? Habe ich irgendwas übersehen da oben? 4 Minuten 14. Das ist jetzt hier. Ne, da kann ich auch den anderen Spielstand laden. 17. Und ich kletter nochmal hoch und gucke, ob ich irgendwas übersehen habe. Orientierung verloren. Ach so, okay, hier. Na gut. Wofür haben wir denn früher einen Krabbelkurs gemacht, Lara, ne? Wenn überhaupt. Früher gab es das ja so noch nicht mit Krabbelkursen und sowas. Das ist ja heutzutage erst alles entstanden. Also ich habe früher keinen Krabbelkurs besucht. Was es heute alles gibt, das finde ich sowieso Wahnsinn. Geschwisterchenkurs für die kleinen Geschwisterchen, Wickelkurs, Schwangerschaftsgymnastik. Was hatte ich eben? Krabbelkurs. Das gab es früher alles. Also es gab es vielleicht schon, aber das wurde alles nicht so durchgeführt irgendwie. Das ist voll übertrieben heute teilweise. So Ernährungsberatung für das Kind und Schwangerschaftskurse. Okay, Schwangerschaftskurse sind noch wichtig eigentlich. Aber es gibt sehr viel unnötiges Zeug, wie ein Geschwisterchenkurs. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Naja. Was haben wir denn jetzt hier übersehen? Aha. Okay, hier waren wir noch nicht. Oh nein, hört ihr die Hintergrundgeräusche? Ich rast aus. Das sind schwimmende Insel bzw. Tempel des Skian Hintergrundgeräusche. Hat er was gesagt? Der Typ hat gerade was gesagt. Ich habe es aber leider nicht verstanden. Und die stoßen total ab, die Gegner. Okay, jetzt drücken wir den Hebel und öffnen wahrscheinlich unten die Tür. Und ich weiß jetzt nicht, warum jetzt hier ausgerechnet so ein Hintergrundgeräuschewechsel kommt. Das verstehe ich noch nicht ganz. Naja. Merkwürdig alles. Wieso kommen jetzt Tempel des Gern-Hintergrundgeräusche? Naja. Weil jetzt ändern die sich wieder, oder? Ja. Das war jetzt überflüssig. Naja. Gut. Oh nee, oder seht ihr das? Ich halte es nicht aus. Zwei Freunde. Freunde der Nasrasur. Kleines Medipack. Also langsam haben wir wirklich wieder Proviant. Also, ich glaube, wir haben schon drei kleine oder so, ne? Drei kleine, ein großes. Aber sonst haben die leider nichts verloren. Aber das ist besser als gar nichts, ne? Ein Blockschieberätsel. Und hier sind schon wieder die Hintergrundgeräusche. Muss das sein? Den ziehen wir und den schieben wir und dann gucken wir mal, ob wir dahinter irgendwas machen können. Da ist schon mal ein Hebel. Das ist doch schon mal gut. Ziehen wir den schon mal. Hören, dass sich irgendwo was öffnet. Ich glaube, das ist hier drüben. Deswegen machen wir das Ganze jetzt einfach umgekehrt. Ziehen den zweimal und schieben den anderen wieder rein. Und dann kommen wir da durch. Das war mal ein einfaches Blockschieberätsel. Waren ja auch nur zwei, also so schwer kann das ja auch nicht sein mit zwei Blöcken. Naja. Und da müsste jetzt eine Luke sein, die sich geöffnet hat. Genauestens genau. So hat es Sams das immer gesagt. Genauestens genau. Ah ja, okay. Leiter.
Und Tür, wo wir noch nicht durchkommen, oder? Nee, das ist nur eine Wandtextur. Nee, das ist eine Tür. Aber Lara stößt sich an der Tür ab. Also ist das. Ach, das war die, ja, okay, das war diese Luke, die wir geöffnet haben. Okay. Ach, du meine Güte, ist das eine hohe Leiter? Die ist ja echt hoch. Wartet mal. Ich frag mich gerade. Okay, wir haben das Geheimnis aufgehoben, weil ich ja mal was geladen habe. Und da hätte es ja sein können, dass wir das Geheimnis jetzt irgendwie nicht haben, aber ich glaube, ich hatte das nach dem Geheimnis dann geladen. Ja, also 13 Stück müssten wir haben und Hammer passt. Gut, und jetzt sind wir auch oben. Und finden einen Korridor vor, den wir jetzt erforschen. Und die Waffe ziehen, falls wieder ein Gegner kommt. Was ja hier nicht so unwahrscheinlich ist. Das Wasserbecken, ich erinnere mich. Hallo, der hat schon wieder auf mich geschossen hier. Ist man noch nicht im Wasser, ist man schon wieder tot. Okay, nicht gespeichert. Klettern wir halt nochmal hoch und ich nehme ein kleines Medipack und das funktioniert sogar mal. Das ist ja der Wahnsinn. Das kleine Medipack ist nicht verbuggt. Was ist da los? Das ist ja echt der Wahnsinn. So, ich glaube auch, das Level dürfte nicht mehr lang sein. Es ist bald rum. Deswegen werde ich das, glaube ich, auch in dieser Folge noch beenden. Weil ich habe das jetzt nicht mehr so lange in Erinnerung. Also, erstmal hier. Ich sehe jetzt, wie viel Leben die abziehen und wir brauchen die Medipacks einfach. Aber gleich ist er tot. Gut, der ist hinne. Und hat uns hinterlassen. Nichts. Super. Hier im Wasser lag aber noch was. Und zwar ein kleines Medipack. Sehr gut. Und nichts. Und Ulti-Munition. Und nichts bestimmt. Nichts, genau. Gut, hier ist ja ein Gang, den gehen wir einfach mal lang. Da ist ein Gang. Kommt, den gehen wir lang. Und schauen mal, was da ist. Bestimmt ein Gegner. Gleich. Ein langer Gang. Juhu. Und Rolle. Und juhu. So. Ah, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Und haben eine schöne Musik ausgelöst. Da ist doch was. Komm. Liegt da was? Ach nee. Das zeigt uns einfach, dass wir vorhin unten drunter gewesen sind. Weil hier hinter ist die Stelle mit der schönen Musik. Vielleicht erinnert ihr euch, die ich so toll finde. Die ist dahinter, die Musik, Stelle. Okay, also da oben ist nichts, das weiß ich. Da kommt man nur wieder zurück an die eine Stelle. Und hier. Stimmt, das war ja hier auch in dem Level noch, das Blockschieberätsel. Na dann, machen wir das halt mal. Schieben die Blöcke, bis sie nicht mehr schieben gehen. Ich glaube, wir müssen die beide auf, also diesen Block auf die beiden Flächen schieben. Beziehungsweise ziehen. Ja, wieder ein Blockschieberätsel. Was will man machen? Aber ich kann in dem Spiel auf die Blöcke drauf, gell? Ja, weil es gibt so Custom-Levels, da gibt's so Schiebeblöcke, auf die kann man nicht mehr drauf gehen. Da gibt es Blöcke, auf die kann man draufsteigen und es gibt Schiebeblöcke und auf die kann man nicht draufklettern. Ist total komisch. Naja. Ziehen wir den erstmal auf die beiden Flächen hier. Lara! Stell dich nicht so an. Du weißt ganz genau, was du machen sollst. Du machst es trotzdem nicht. Einfach nur, um mich zu ärgern. Du bist echt schlimm, weißt du das? Du bist richtig schlimm. Total anstrengend, die Frau. Ja. Spannend, ne? Diese Blockschieberei hier. Man sieht da so schön an der Decke, dass man den Block da hinschieben muss, weil auch an der Decke diese Textur ist, wo man den Block hinschieben muss. Also, Nummer 1. Ach, wir öffnen das jetzt schon. Oder gibt es wieder zwei Türen? Ja, es gibt zwei. Dann müssen wir den jetzt nochmal auf die ganz andere Seite ziehen. Also nochmal nach hinten. Und dann
rechts lang. Also jetzt nochmal einmal nach hinten. Rumdrehen, nach vorne schieben und dann hier den Gang lang, bis wir hinten an die Fläche kommen. So ist der Plan. Das machen wir auch. Und haben sehr viel Spaß dabei. Juhu. Wenn die Lara das machen wird. Danke. Muss die immer erstmal hochspringen davor. Die stellt sich was an manchmal. So. Und jetzt ziehen. Ziehen. Zieh, Lara, zieh. Du bist gleich am Ziel. Zieh. Du bist eine Ziehfrau und keine Ziehmann. Weil ich hatte mal eine Lehrerin, die hieß Frau Ziehmann. Aber Lara ist kein Ziehmann, die ist eine Ziehfrau. Und ich sollte nicht so einen Kack labern. Also noch einmal schieben, da haben wir es geparkt. Jawohl. Und öffnen die nächste Tür. Das Rätsel hätte sich meinetwegen C94 sparen können. So, da bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Ui. Okay, das Level ist größer, als ich in Erinnerung hatte. Na, mal schauen. Vielleicht teile ich die Folge dann einfach in der Mitte, wenn es zu lang wird. Mal sehen. Schon wieder so laut hier. Die Dinger nerven mich. So. Okay, da drüben liegt ein Schlüssel. Ah ja, genau, wir brauchen Schlüssel. Und hier rüber. So, jawohl. Hat geklappt. Schlüssel nehmen wir mit. Das ist bestimmt wieder. Oh, ein Mine Room Key. Das heißt, wir kommen jetzt in den Mine Room. Ich will mal wissen, wie das aussieht, wenn man da reinfällt. Cool gemacht. Das sieht cool aus. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das ist sehr cool gemacht und sieht echt cool aus. Aua, Lara, au, au, au. Dass das nicht geben konnte, das war klar. Machen wir das mit ganz viel Ruhe und Gemütlichkeit. So. Warten, bis die ab sind und jetzt rüber. Jawohl. Passt. Wir sind fast noch hier in diese Lava gefallen. Aber die ist richtig gut gemacht. Die sieht richtig geil aus. Muss ich jetzt echt mal sagen. Finde ich sehr cool gemacht, C94. Sehr schön. Bin stolz auf dich. So, dann gehen wir zurück und setzen den Schlüssel ein und besuchen, glaube ich, diesen Mine Room. Das ist nicht mein Raum, sondern der Hauptraum. Ja, hier rüber. Und ich weiß gar nicht mehr, wo das Schlüsselloch überhaupt war. Aber das sehen wir gleich. Hallo, meine Lieblingshintergrundgeräusche. Und da ist das Schlüsselloch. Naja, ich glaube, ich werde die Folge in der Mitte teilen müssen, wenn sie zu lang wird. Was soll's? Das habe ich hier überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Hä? Aber die Lava finde ich cool. Laden wir das. Ja, und setzen den Schlüssel einfach nochmal ein. Und speichern das vorher einfach mal ab. Bevor wir da in die Lava fallen. Das wäre nicht so günstig. Na super. Da ist eine Hangelstrecke, habt ihr es gesehen? Wir müssen gekonnt abspringen. Hey, das geht überhaupt nicht. Stellen die sich das denn vor? Ah, okay. Ja. Man kann nämlich hier an dieser Schiene lang hangeln. Und sich da dann runterlassen und rüberhangeln. Und ich hoffe nicht, dass uns das Ding da am Weg ist. Ah, okay, wir können sogar kriechen. Ja, so nach und nach wird mir das Ganze hier klarer. Kriechen wir halt hier lang. Und klettern die schöne Leiter hier hoch. So. Oh, das ist sehr knapp an dem Gerät, Lara. Der Gerät war viel zu nah dran. Na, super. Will man einmal abkürzen, klappt es natürlich nicht. Nee, das will Lara nicht. Dann machen wir das mal, wie sich das gehört. Kerzen gerade hochspringen. Die Steuerungstaste drücken. Gedrückt halten. Nach vorne drücken. Hangeln. Die nach vorne Taste loslassen. Kurz STRG loslassen und wieder drücken. Punkt drücken und nach vorne. Links und geradeaus. Damit das Ganze hier auch passt. Bis an den Rand kriechen. Damit wir nicht wieder von dem Gerät da tot gemalmt werden.
den Geräten. Aber jetzt klappt das ja. Ist das schon wieder so ein Gerät? Das ist super. Das sieht echt gefährlich aus. Einfach mal drauf losgesprungen und es klappt auch noch. Jawohl. Merkwürdig, dass die Dinger überhaupt keinen Ton von sich geben. Die müssen doch normalerweise auch so ein Maschinengeräusch haben. Naja. Okay, das scheint eine sehr klare Sache zu sein. Einmal rumspringen. Hey, ich habe echt gedacht, das Level wäre hier bald zu Ende. Finde ich gerade voll merkwürdig, dass das noch so lang geht. Aber gut. Warum nicht, ne? Darüber. Ui, und da rein. Das ist bestimmt der Hebel für die andere Tür unten. Mir liegt schon auf der Zunge. Wer hätte das gedacht? Genau. Der Satz hat mir schon auf der Zunge gelegen. Hä? Egal. Und dann springen wir einfach mal blind ins Wasser. Und es klappt auch noch. Sehr gut. Aber da müsste jetzt echt das Levelende sein. Wie viele Fackeln haben wir? 24 ist okay. Nehmen wir noch eine. Damit ihr auch schön was seht. Weil YouTube ja die Videos gerne noch dunkler macht, als überhaupt schon sind. Ja, hier ist jetzt wirklich das Levelende. Ich erinnere mich. Aber erst kommen noch ein paar Gegner. Die wir von hier unten leider Gottes nicht abknallen können. Oder? Ja, okay, ich lade das, klär das sofort die Leiter hoch. So richtig schnell. Und schieß den von da oben ab. Richtig schnell, Lara. Lara, du... Oh. Der Wahnsinn. Die Frau ist so schlimm manchmal. Und schnell. Ich hoffe, du verstehst jetzt, was das Wort schnell ist, Lara. Speichern. Und Waffe ziehen. Bum, bum. Jawohl. Die hat auch so eine richtig geile Reichweite, die, Desert Eagle. So heißt die Knarre. Speichern. Oh, da drüben liegt, glaube ich, ein Geheimnis. Oder? Ja, das holen wir uns auf jeden Fall. Wenn es da nicht weitergeht zum Levelende. Ich weiß es nicht. Der hat uns was hinterlassen, glaube ich. Das sieht so aus, als hätte der irgendwas. Jawohl. Und das ist? Was waren das? Waren das Fackeln? Ja, es waren Fackeln. Okay. Es sah nämlich aus wie Fackeln. Super. Aber ich glaube, da geht's weiter. So. Und jetzt sind wir zu weit. Noch weiter links. Wir waren eben schon zu weit links. Aber jetzt klappt es. Da rein. Punkt drücken, weil Lara sich sonst nicht hochzieht. Naja. Und hier runter. Und da ist bestimmt das Levelende, oder? Ein Hebel. Hä? Jetzt haben wir aber das Levelende freigemacht, oder? Ich hatte das Level nicht so lange in Erinnerung. Das wundert mich total. Naja. Ich wüsste auch jetzt nicht mehr, was ich noch geöffnet haben könnte. Ach, ich glaube, hier ist jetzt... Also, ich sag's jetzt echt schon zum 10. Mal, aber ich bin mir 100%ig sicher, dass jetzt hier das Levelende ist. Was ist das denn? Texturfehler? Ich glaube, das ist ein Texturfehler, oder? Ja, das müsste ein Texturfehler sein, oder? Kommt mal dahin. Texturfehler. Okay. Wir verlassen jetzt wirklich das Level. Da seht ihr, ist die Mine Technical Station absolviert. 13 Geheimnisse. 18 Medipacks benutzt insgesamt. Schon 21 Kilometer gelaufen. 4,5 Stunden gespielt. Und der Rest ist unwichtig. 29 Gegner in dem Level gekillt. Ja. Lasst die Musik noch durchlaufen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.